Willkommen zu einer neuen Vorstellung Space Engineers mit mir, dem mächtigen Brancor. Heute stelle ich euch die Inoshiba vor. Eine gewaltige Korvette unter den Kleinschiffen. Also bleibt dran, es wird spannend. Die Inoshiba ist eine Zivilkorvette, die unter die Kategorie SSGL oder auch Small Ship Go Large fällt. Im Gegensatz zu anderen Schiffen ist ihr Rumpf vollständig aus kleinen Blöcken gebaut, um mehr Details für Außenhaut und Innenräume zu bieten. So, fangen wir an, mal ein paar Details zum Schiff zu nennen. Die Inoshiba selber ist 50 Meter lang, 22,5 Meter breit und 12,5 Meter hoch. Ihr Leergewicht liegt bei stolzen 887 Tonnen und ist für eine Besatzung aus drei Raumfahrern ausgelegt sowie einen Passagier. Aufgrund der fehlenden Blöcke besitzt sie keine typischen Fenster oder Türen, aber sie ist trotzdem luftdicht und bietet einen schönen Innenraum, den wir auch später sehen werden. Eine weitere Besonderheit der Inoshiba ist halt, sie ist sowohl für den Weltraum ausgelegt zu fliegen, als auch für die Atmosphäre. Hier sehr schön zu sehen sind die Atmosphärentriebwerke als auch die Hydrogentriebwerke, damit auch dieser massive Pottwal auch wirklich fliegen kann. Ein typisches Space Engineers Schiff, was ungefähr diese Größe hat, könnte man wohl mit 100 Blöcken gut bauen. Da dieses Schiff jetzt aus kleinen Blöcken besteht und aus teilweise großen Blöcken, hat dieser Koloss fast 20.000 Blöcke selber. Also er ist nicht gerade sehr rechenperformanzfreudig. Aber gut, für den Raumflug hat die Inoshiba selber 80 Ionentriebwerke, um sich im Weltraum zu bewegen. Die hier angewinkelten Triebwerke, wo gerade der Klappspaten rumläuft, die braucht das Schiff nur, um in der Atmosphäre fliegen zu können. Aber das demonstriere ich euch mal später. Was natürlich besonders auffällt, ist, das ist jetzt kein typisches Schiff, was ich sonst baue. Sei es jetzt mal für das Militär als kleiner Jäger, Kampfschiff oder als Baufahrzeug für Mining, Aufbau, Demontage. Es ist eigentlich mehr, wie soll ich sagen, eine Art Wohnmobil. Man durchfliegt die Leere des Alls in einem Sonnensystem, genießt die Ruhe, bis man sein Ziel erreicht hat, um dort zu landen und dann den Rest seines Urlaubs zu genießen. Ein fliegendes Wohnmobil. Das ist mal eine besondere Hürde in Anspruch, da man hier ein gewisses Maß an Luxus an Bord erwartet. Schauen wir uns mal das Schiff von innen an und erstmal öffnen wir mal die Tür. Klappi, bereit? Ja, Mann. Und ja, das ist der Vorführeffekt. Also normalerweise sollte die Tür jetzt richtig aufgehen und wir können dann halt die Rampe hinaufgehen. Das ist halt dieselbe Tür, die ich auch bei der Wolpertinger benutzt habe, aber das ist mal etwas peinlich. Nächste Szene! Okay, wir machen jetzt mal den zweiten Versuch. Ich habe jetzt die Tür soweit wieder arretiert. Also ich habe da mal schon mehrere Anläufe bei dieser Tür probiert. Also das heißt, normalerweise funktioniert sie perfekt. Und hier sehen wir schon die Dekompression des ersten Luftschleusenraumes. Die Tür wird ausgefahren. Die Rampe klappt runter. Sieht alles perfekt aus. Ja, wunderbar. Genau so will ich es haben. Ja, geht doch. Sobald die Tür unten ist, wird der Ring wieder zurückgezogen. Und dann können wir auch gefahrlos die Treppe hinaufgehen in das Innenraum. Es hat alles funktioniert. Perfekt. Wir befinden uns hier auf der Daimos-Station, die ein eigenes Gravitationsfeld hat. Daher brauchen wir nur einen kleinen Hops, um auf die Rampe drauf zu kommen. Falls wir auf einer Raumstation landen oder auf einem Asteroiden, der keine Gravitationsfeld besitzt, das Schiff selber besitzt sein eigenes Gravitationsfeld. Das heißt, wir können dann auf den ganzen Flug uns immer auf den Beinen bewegen und müssen keine Angst haben, hier herumzufliegen. Der Luftschleusenraum hier ist gleichzeitig auch der Stauraum, daher ist er auch etwas größer und pompöser. Und gleich wird Klappspaten, der mir heute in diesem Video assistiert, gleich reinkommen und uns die Tür schließen. Die Tür selber ist halt eine komplexe Konstruktion aus Kolben und Rotoren, die über Zeitschaltuhren geschaltet werden. Das heißt, sobald wir den Knopf drücken, wird der Ring mit der Rampe nach vorne geschoben, wie wir jetzt sehen. Die Rampe klappt nach oben auf. Sobald sie dann eben halt senkrecht zur Tür steht, wird dann über die Kolben der Ring mit der Tür wieder zum Schiff gezogen. An den Seiten finden sich jeweils Merge-Blöcke oder auch Blockverbinder im Deutschen.
die eben halt, sobald sie sich verbinden, das Schiff luftdicht abschließen. Sobald es passiert, kommt der Sauerstoff in den Raum rein und wir können die Helme öffnen. Und perfekt. Ja. Der Frachtraum selber ist nicht großartig spektakulär. Hier rechts haben wir einen großen Frachtcontainer, der auch Zugang zu den anderen Frachtcontainern, die im Schiff verbaut sind, zu haben, um Uran, Eis und was wir alles für den Weltraumpicknick brauchen, mitnehmen. Der Götze hier ist der Gravitationsfeldgenerator, den wir aus Platzmangel an der Decke hängen haben, aber er funktioniert. Fazit: Seit dem letzten Physik-Patch kann man solche komplexen Techniken besser verbauen und auch Multiplayer benutzen, aber es ist immer noch sehr gefährlich, sowas zu haben. Aber gehen wir mal in den nächsten Räumen der Inoshiba. Da das hier als Luftschleuse dient, haben wir natürlich hier noch eine weitere versiegelte Tür. Diese Tresorwand, die wir jetzt hier links sehen, ist gleichzeitig auch eine Tür. Also damit wir nicht zerquetscht werden, sind hier auch die Streben, dass wir auch eben halt uns durchflitschen können, falls wir mal uns befinden und jemand macht die Tür versehentlich auf. Und wie wir sehen, die Merchblöcke werden deaktiviert. Die Kolben schieben die Tür hervor. Auf jeden Fall sehr beängstigend, wenn die Tür mal aufgeht, man ein bisschen dazwischen. Ja, und das ist dann eben halt die Tresorwand, die uns davor schützt, dass eben halt versehentlich, wenn einer mal die Tür offen hält, wir alle ersticken. Gehen wir mal weiter hoch. Ja, hier sieht man schon mal dann die weiteren Räume, wo wir hingehen. Da oben ist der Hauptraum. Machen wir erstmal hier die Zwischentür wieder zu. Spektakulärer Anblick. Ich liebe es. Jedes Mal. Und zack. Luftdicht versiegelt. So, bevor wir nach oben gehen, zeige ich euch erstmal den Maschinenraum. Hier befinden sich vier große, naja, eigentlich das kleine Reaktoren auf großen Blöcken, die über einen Rotor angewinkelt festsitzen. Die versorgen das Schiff mit jeweils 60 Megawatt Strom, die auch die gleichzeitig die Batterien, die das Schiff noch unterstützen, aufladen. Hier hinten, da habe ich den Serverraum. Da stehen hauptsächlich dann die programmierbaren Blöcke, die das Schiff steuern. Und wir haben auch einen Schiffscomputer. Hallo Herr! Er ist zwar nicht so gesprächig wie sein Original, in dem ich mich orientiere, aber es ist auf jeden Fall auch ein wunderbarer Augenweide, ihn zu sehen. Naja. Manchmal guckt er auch einen an. Aber gehen wir mal nach oben zu Klappspaten. Wenn wir hier oben sind, sind wir in dem Hauptraum des Schiffes. Er ist sowohl Unterhaltsraum, Krankstation und Speisesaal in einem. Hier haben wir Zugang zu den Frachträumen, wenn wir mal irgendwas benötigen. Die Krankstation, wenn wir mal eine Verletzung haben oder auch unsere Sauerstofftanks auffüllen müssen. Hier den kleinen Bereitschaftstisch, wo wir eben halt uns zusammensetzen können, um einfach mal Poker zu spielen. Hallo Klappi. Und hier, sehr spartanisch, aber auch trotzdem luxuriös, die Esszecke oder auch die Küche. Drei kleine Frachtcontainer, die uns immer mit warmen Speisen versorgen. Also Klappspaten, was hältst du von der Inneneinrichtung? Ja Mann, die ist einfach geil. Aber Branko, du hast eine Krankenstation, Küche und Sitzecke mit TV-Tisch. Hast du auch ein Badezimmer? Natürlich habe ich auch ein Badezimmer eingerichtet. Und gut, dass du ansprichst, wir gehen jetzt gleich dahin. Für eine lange Reise braucht man mehr als nur einen Schlafplatz. Manchmal braucht man auch für eine kleine Pause auch das stille Örtchen. Dafür gehen wir mal ein weiteres Stockwerk in dem Schiff hier hoch und kommen halt zu den Schlafplätzen. Hier haben wir die vier klassischen, sehr bequemen Kryokammern für den Piloten, den Kapitän sowie den Techniker und natürlich nicht zu vergessen auch den vierten Gast, wenn man noch einen dabei haben möchte. Aber gut, wenn man natürlich morgens aufsteht, ist man verkatert, ein bisschen zerknittert, man will auf stille Örtchen gehen und da wird auch Klappi direkt mal hingehen. Nur einmal drücken, um die Tür zu öffnen. Perfekt. So, wir gehen jetzt mal hier weiter und schauen ein bisschen um. Wir haben jetzt hier einmal auch, nicht nur ein WC, sondern auch gleichzeitig einen Duschraum, dass bis zu zwei Crewmen gleichzeitig duschen können. Klappi, demonstriere uns mal bitte die Dusche. Hier stellt er sich runter und wir haben sogar fließendes Wasser. Zum ersten Mal in Space Engineers haben wir Wasser in diesem Spiel und es ist auch flüssig. Nicht nur zum ersten Mal Wasser. Im Endeffekt ist Dusche halt so ausgelegt, dass man sich hier runterstellen kann. Der Abfluss lässt das Wasser sammeln, breitet es auf, um es neu aufzufrischen.
Und natürlich sollte man nicht vergessen, wenn man sich duscht, dann sollte man auch nicht den Raumanzug ausstellen. Dafür kann man auch rechts hier den Frakodem nutzen. Alles bereit? Perfekt. Kommen wir zum Keramikthron. Wie gesagt, wenn man mal ein stilles Örtchen braucht, kann man auch hier reingehen, hier draufsetzen und... Ja, wunderbar. Die Mission ist erfolgreich. Kein Schiff ist ein vollständiges Schiff, wenn es keine Kommandozentrum gibt wie eine Brücke. Und da werden wir jetzt auch genau hingehen. Wie man sehen kann, ist das Schiff sehr kompakt aufgebaut, als auch sehr effizient. Das heißt, praktisch, wenn man aufgestanden ist, sich frisch gemacht hat, kann man einfach hier in den Aufenthaltsraum gehen, sich seinen Kaffee holen und hat direkten Zugang zur Brücke, wo auch der Kapitän, der Pilot, der Techniker direkt sitzen, um alles zu überwachen. Der Kapitän sitzt hier, hat einen großen LCD-Bildschirm, wo er eben halt auf den diversen Kameras sich das Äußere des Schiffes angucken kann. Der Pilot selber hat seine eigene Ansicht, als auch diverse Informationsfelder, die, sag ich mal, für die Steuerung des Schiffes wichtig sind, als auch den Bedarf an Treibstoff und Energieverbrauch. Der Techniker hingegen, der hat eben halt kein eigenes Fernsehkamerabild, aber kann jederzeit darauf zugreifen. Und natürlich haben alle drei Ingenieure, die eben halt hier ihren Platz haben, auch eigene Uhr. Zusammengefasst bietet die Inoshiba ein hohes Maß an Komfort und ihre Besatzung genug Freiraum, um im Normalraum eine gemütliche lange Reise durchs All zu sichern. Machen wir aber weiter mit der Flugeigenschaften der Inoshiba. Klappi, du darfst fliegen. So, wir sitzen jetzt erstmal am Captain-Stuhl. Vorne der Pilotenstuhl ist eigentlich von der Ausrüstung her identisch, weil der Technikerstuhl keinerlei Funktion hat, das Schiff zu steuern. Wir haben erst einmal die drei Hauptkameras für links, vorne und rechts, sowie eben halt unter dem Schiff noch eine Heckkamera, damit man eben halt auch ohne die dritte Ansicht eben halt das Schiff einigermaßen sichten als auch bewegen kann. Man wird also praktisch nicht auf diese dritte Personansicht, die man jetzt hier hat, von der Außen verzichten können, wenn man es immer wirklich auf Hardcore-Realisten hochspielt. Aber ich schweife ab. So, wir wollen ein paar Tests machen. Der erste Test ist was ganz Simples, und zwar die Wendigkeit dieses Schiffes. Insgesamt hat dieses Schiff weit über 200 Gyroskope, da die Small Grid, oder die kleinen Gitter-Gyroskope für kleine Schiffe ausgelegt sind, die eben halt gerade mal wirklich gerade mal die eine Tonne schaffen von ihrem Gewicht her, da wirklich nur 1 bis 2, sag ich mal, völlig ausreichend einen Pod zu bewegen. Dieses Schiff hat, wie ich schon anfangs erwähnte, halt 887 Tonnen. Das heißt, da brauche ich ein paar mehr Gyroskope. Und wie man sehen kann, es ist nicht wirklich besonders wendig. Also es ist halt nicht dafür ausgelegt, dass man mal durch einen Asteroidengürtel im Zickzack hin und her fliegt. Oder eben halt dann in einer Kampfsimulation schnell einen, schnellen Anflug benutzt, um den Gegner zu überraschen. Ist aber auch nicht wichtig halt, weil, wie gesagt, es ist ein Wohnmobil. Das ist ein Freizeitmobil. Also genießt auch wirklich einfach mal diese Trägheit, einfach mal gemütlich, wie auf einem Ozean mit einem schönen Yacht vorwärts zu fahren. Sobald die eine Umdrehung jetzt gleich beendet ist, machen wir auch den nächsten Test, und zwar den Beschleunigungstest. Hierfür werde ich einfach mal hier auf den Tacho schauen, das heißt, wir werden gleich das HUD eingeblendet sehen. Während Klappspaten dann gleich, wenn das Schiff ausgerichtet ist, einfach mal Vollgas gibt. Sobald er das Ende der Startbahn hier erreicht, wird er vom Gas runtergehen. Beschleunigung ist jetzt hier nur suboptimal, aber dank des Whiplash-Skripts konnte ich jetzt eben halt ein paar große Triebwerke an Motoren befestigen, die jetzt eben halt fest arretiert sind und auch hier sich gut bewegen. So, insgesamt bei einer Reichweite von 1,5 Kilometern schaffen wir gerade bei 20 Meter in Sekunde. Das heißt, praktisch nach so 10 bis 15 Sekunden haben wir dann auch die 100 Meter Sekunde Maximalgeschwindigkeit erreicht. Ja, und hier dieser Rowdy, der uns gerade hier überholt, ist laut Anubis in seinem Space Taxi. Aber da wird es auch gleich nochmal ein bisschen assistiert. Wir fliegen erstmal zur Erde. Die letzte Vorführung dieses Schiffes ist ein Rundflug, um die Atmosphärentauglichkeit vorzustellen. Ab hier werde ich etwas weniger reden und genießt einfach mal die Ruhe dieses schönen Rundfluges.
Beschleunigung der Atmosphäre und Hydrogentriebwerke ist optimal. Kann den Kurs halten. Was für ein Ausblick. Hier kann man sehr gut sehen, dass wenn ich jetzt eine Linkskurve oder Rechtskurve machen will, ich wieder praktisch mit dem Schiff ein wenig zur Seite neige. Das heißt praktisch in dem Sinne, ich benutze einerseits die eigene Gewicht des Schiffes, um mich in die Kurve reinzulegen, um eben halt dann das Schiff auch in die jeweilige Richtung auszutangieren. Aber es ist trotzdem noch ziemlich, ja, nicht direkt wie ein Flugzeug vergleichbar, aber es kommt schon dem Gefühl her recht nah. Ja, schöner Formationsflug. Aber wir kommen langsam mal gleich zur letzten Phase. Und zwar, wir werden gleich landen. Als Ziel habe ich jetzt hier die kleine Station ausgewählt, die wir schon vorbereitet haben. Sie besitzt auch selber ein großes Landepad, wo wir mit der Inoshiba gut draufpassen. Anubis und Klappspaten, die werden beide gleich mit den Fliegern mal an mir vorbeifliegen, die ich in Ruhe gleich anfliegen kann. Okay. Die Landung selber wird etwas schwierig werden, weil die Inoshiba hat zwar mit ihren vier Hydrogentriebwerken am Heck eine gute Beschleunigung in der Atmosphäre, besitzt auch drei große, sechs große Large Atmosphärentriebwerke und sechs Large Atmosphärentriebwerke da vorne ausgerichtet, um eben halt in der Atmosphäre auch bremsen zu können. Aber, wie gesagt, es sind 887 Tonnen, die hier sich bewegen müssen. Das heißt, lange Bremswege einplanen und langsames Annähern. Ganz gemütlich, jetzt drehen. Und wir nähern uns der Landeplattform. Wichtig ist, wenn man sich der Landeplattform oder dem Boden nähert, auf dem man aufsetzen möchte, nicht so viel Schub zu geben, weil der Bremsschub ist nicht besonders ideal bei dem Schiff, aber er ist ausreichend. So, das Schiff kann setzen. An. Die Rampe öffnet sich. Gleich können die Passagiere aussteigen. Nein, das ist kein Enterboot, wo jetzt gleich 20 Mann rausstürmen. Wie es üblich ist, ein guter Gastgeber empfängt seine Gäste persönlich. Wir kommen zum Abschluss der heutigen Folge. Die Inoshiba könnt ihr wie immer in meinem Steam-Workshop frei downloaden. Ich danke auch meinen beiden Assistenten Klappspaten und Lord Anubis für den Formationsflug. Leute, sagt mal was. Servus, grüß euch. Und Lord Anubis. Hallo, grüßt euch. Schaut auch mal bei den beiden in deren Kanäle rein. Sie machen auch recht unterhaltsame Videos. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Hat euch die Folge gefallen? Zeigt es mir mit einem Daumen und schreibt mir eure Meinung in die Kommentarboxen. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann macht das jetzt, um auch zukünftig keine weiteren Folgen zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer Brancor.